Ladies, high five and keep looking beautiful. Nein, Spaß, fand ich einfach nur wunderschön, deswegen wollte ich einfach nur ansprechen und wollte einfach fragen, wie deine Nummer ist. Kann ich dir gerne geben. Hier, kannst du einfach eintragen. Sammelst du Nummern? Wie bitte? Ob du Nummern sammelst? Nee, ich sammle nur dich. Also, wie heißt du? Lara. Lara? Yes. Ich heiße Iraj. Wo okay. kommst du her, Lara? Aus Bedburg. Hier von Köln, Düsseldorf. Okay, pass auf. Also, ich habe wirklich sehr, sehr wenig Zeit. Deswegen will ich einfach direkt zum Punkt kommen. Bist du später im Megapark? Gegebenenfalls ja. Okay, dann können wir uns vielleicht einfach treffen nochmal. Und dann auf romantische Ebene nochmal ein bisschen ja. uns näher kommen. Ja. Okay, alles klar. Lara, ich liebe dich. Ladies. Hey girl. Hallo. Wie geht's dir? Gut. Mein Name ist Iraj, wie heißt du? Corinna. Wie? Corinna. Corinna, du bist wunderschön. Das wollte ich dir nur sagen. Das sehe ich wieder gar nicht. Doch, ich bin dir vorbeigelaufen und du bist mir sofort aufgefallen. Weil du stichst raus. Du bist anders als die anderen Frauen. Und deswegen bin ich jetzt hier. Ich muss dich kennenlernen, Corinna. Wie ist deine E-Mail-Adresse? Meine E-Mail-Adresse? Ja, ja. Hey, gib ich nicht. Ich habe einen Freund. Wie bitte? Ich habe einen Freund. Du hast einen Freund? Pass auf, Corinna. Ich habe auch einen Fernseher. Trotzdem gehe ich manchmal ins Kino. Hä? Where are you from? I'm from Sweden. Sweden, okay. You are very beautiful. And I need your number. It's very important for me. Because you're beautiful. You're the most beautiful girl I saw all day. Just type your number in. I like it. Ja, weit weg. Darf ich kurz mal vorbei? Ja, natürlich. Danke, Gentlemen. Einen wunderschönen Abend noch. Wie höflich. Du auch. Eine wunderbare Abend. Was ist denn hier los? Ich wünsche Ihnen, dass Sie einen angenehmen Abend haben, dass Sie keinen Stress erleben und dass Sie einfach Spaß haben. Mehr wünsche ich nicht. Danke, ja. danke schön. Ja, ich liebe Sie. Kannst du einfach hier eintippen? Ja. Freut mich auf jeden Fall, ja? Wie heißt deine Freundin? Jenny. Hi, Jenny. Einfach kurz deine Nummer eintragen und dann treffen wir uns alle zusammen in Köln. We can call. Also wäre das okay, wenn wir uns auch mal zu dritt treffen? Weil mir ist wichtig, dass keiner von euch sich vernachlässigt fühlt. Ja, okay. Ja? Ich bin quasi ein Gentleman. Ich sage immer, ich würde nie eine Freundin von einer schönen Frau hängen lassen. Ach so. Also ich sage immer, warum eine schöne Frau, wenn man zwei haben kann? Ja, genau. Ladies, have a beautiful day and stay beautiful. Verzeih mein Täubchen, ist hier noch frei? Ja. Okay. Du siehst fit aus. Machst du Sport? Bisschen Joggen und sowas. Ja, das sieht man an dir ein bisschen an. So. Du siehst, machst einen fitten Eindruck. Wie machst du es mit deiner Ernährung, wenn du joggen gehst? Du isst auch wahrscheinlich Gemüse und so. Ja. Ich weiß nicht, kennt ihr AG1? Kennst du AG1 von Athletic Greens? Nein. Ich mache mir das einfach jeden Morgen ins Wasser einfach. Da hast du 75 Vitamine, Mineralstoffe und viele weitere Inhaltsstoffe. Und das kann einfach eine gesunde Ernährung gut ergänzen, weißt du? AG1 enthält viele wichtige Nährstoffe. So bist du für jedes Abenteuer gewappnet, das der Alltag zu bieten hat. AG1 ist praktisch und einfach. Einmal am Tag, jeden Tag. AG1 unterstützt die tägliche Nährstoffversorgung. Okay, bei mir wird mich gekriegt. Ich heb doch alles wieder auf. Ich mache zum Beispiel auch Sport und achte auch sehr auf meine Ernährung. Morgens mache ich mir zusätzlich als Ergänzung einfach immer hier so einen Drink. Ganz einfach hier das Pulver reinmachen und shaken, also ist wirklich kein Aufwand, nichts. Ich trinke es am liebsten mit Eiswürfeln, einfach jeden Morgen trinken. Und das kann eine gesunde Ernährung einfach gut ergänzen. Ich habe jetzt gesehen, du bist ziemlich fit, ja? Also ich hätte sogar hier so einen Partnercode für dich, wenn du einmal so den Finger hier hältst. Genau, so. Genau, das ist der Partnercode. Darüber hast du einfach noch ein paar weitere Goodies so jetzt bei deiner ersten Bestellung. Einfach den Link in der Beschreibung unten folgen. Cheers, Buddy. Cheers, alles gut. Entschuldigung, hast du dich gerade einfach zu ihr gelegt? Nee, sie hat einen Freund.
Gehört er zu dir? Nein. Ich glaube, sie möchte lieber allein sein. Ich glaube, du störst. Amigo. Es ist besser, wenn du gehst. Die beiden haben Freund. Hä? Die beiden haben Freund. Ich weiß, er hat einen Freund. Weißt du, wer der Freund ist? Nee. Ich. Dein Freund. Lass uns bitte alleine, okay? Sorry, dass er dich gestört hat, okay? Das passiert ja leider öfters hier am Ballermann. Wenn dich noch mal jemand stört, ruf mich einfach, okay? Okay. Aber die Ausrede mit dem Freund war gut. Die braucht man öfter mal. Ja. Weil eigentlich hast du keinen Freund, richtig? Hey! Alles gut? Wo ist deine Stimme hin? Hast du die verloren? Sollen wir die suchen? Wo hast du die verloren? Im Meer oder hier am Strand? Im Bierkönig, okay. Ja, ich gehe später noch hin. Wenn du willst, suche ich sie für dich. Danke. Wo soll ich die hinbringen, wenn ich die finde? Mir. Ich würde dir einfach per Post zukommen lassen dann. Ja, das ist das okay? Ja. Okay, dann gib mir bitte kurz deine Faxadresse. Meine. Ich faxe die. Okay. Wir wollen vielleicht Nummern austauschen, weil ich fand dich sehr sympathisch. Dann kann man sich vielleicht irgendwann noch mal sprechen. Mama, ja? Hast du dein Handy am Start? Du kannst mir eben deine Nummer geben? Ja. Einfach eintippen. Wie heißt du überhaupt? Janina. Janina? Ja. Alles klar, sehr gut. Meine Mama ist auch Janina. Genau. Das passt schon mal auf jeden Fall. Ich würde dich dann irgendwann anrufen, dann können wir uns mal treffen. Aber natürlich nur auf romantischer Ebene, okay? Ich würde direkt ein paar Kerzen anmachen und so. Also es kann etwas warm werden, du brauchst dir nicht zu viel anziehen. Es wird warm, aber eventuell wird es auch heiß. Bist du dabei, Janina? Ja. Okay, wir sehen uns, okay? Ich melde mich. Ich würde dich küssen, aber das wird zu schnell gehen. Wir sehen uns. Oder trag direkt, wenn du willst, deine Handynummer ein und dann kann ich dir auch darüber dann weitergeben. Dankeschön. Das ist deine Handynummer? Ja. Ich werde den ganzen Tag jetzt nach deiner Stimme suchen. Und wenn ich sie gefunden habe, dann rufe ich dich an und dann können wir uns einfach treffen und kurz heiraten. Ja, machen wir. Bist du dabei? Ja. Willst du meine Frau werden? Ja. Sollen wir zu immer glücklich sein? Ja. Wie viele Kinder möchtest du? Jetzt zwei. Ein Junge, ein Mädchen. Ich mach dir ein Junge, ein Mädchen. Erst ein Junge, damit der hinter aufs Mädchen aufpassen kann. Boah, wie heißt du überhaupt? Perfekt. Sophie. Heirate ihn. Mein Name ist Iraj. Iraj. Ich liebe dich, Sophie. Ich liebe dich auch. Bro, alles gut? Boah. Bist du am Ende? Wasser. Bist du am Ende? Wasser. Die Folge auch? Wasser. Die Folge ist am Ende. Wasser. Ich gebe dir jetzt Wasser, aber die Folge ist vorbei. Okay. Ich hol dir Wasser. Wie viel brauchst du? Eine Flasche. Ein Liter? Ja, eine Flasche. Eine Flasche was? Ja. Mehr so 50 Milliliter oder 100? Eine Flasche. Eine Flasche, aber ich weiß nicht, wie viel. Guck mal, wir drehen ein paar lustige Videos, siehst du, hinter den Türen gerade. Okay. Ist okay, wenn du mit dabei bist, das war sehr cool. Wir machen einfach nur Spaß. Wir verstecken die Kamera. Ja, es fühlt sich trotzdem gut, oder? Dass ich gesagt habe, das sieht gut aus. Das braucht sich wirklich. Das braucht sich wirklich immer denken. Wenn ihr mal da hinschaut, dann scheint das nicht. Und der filmt mit der Kamera. Und das war eine sehr, sehr, sehr coole und sympathische Reaktion von euch beiden. Ja, geil. Ja? Ist auch jemand dabei, was? Iratsche Frau. Seid ihr aus Deutschland? Ja, weil wir filmen halt nicht an der Kamera, ich habe nur einen Joke gemacht hier. Ach so. Wir würden es für YouTube machen, ist okay für euch im Video zu sein? Der hat auf jeden Fall gesagt, ihr habt sehr lustig reagiert. Und zwar, wenn du da schaust, haben wir eine Kamera. Und wenn du hier kommst, habe ich ein Mikrofon. Aber du warst sehr, sehr cool und sehr sympathisch. Ist okay, wenn du mit dabei bist? Ja, klar. Perfekt, danke dir. Ja. Das war eine sehr lustige Reaktion. Ja, sehr lustig. Aber ich meine das ernst, falls ich deine Stimme finde, ich werde dir auf jeden Fall vorbeibringen, okay? My life, I set my own salary. Living a dream, the alternate reality. Cash rules, that's my everyday mentality. Guess that's why all these haters are mad at me. Oh.